So, willkommen zum nächsten Video, das dritte. Hier geht's heute ums Löten und zwar das Thema Display-Konnektoren. Wir haben hier ein iPhone 6, das im Moment noch geprüft wird. Der Touch funktioniert einwandfrei. Oben, unten, links, rechts, alles geht. Jetzt schalten wir es wieder aus. Dann nehmen wir das Display raus und legen uns das dementsprechend hin. Das zeige ich euch nachher. Hier mal die Hilfsmittel. Eine Aluplatte, 1-2 mm dick. Dann eine Pinzette, ein IC-Samo, 2 mm dicke Entlötlitze. Breite natürlich, nicht dicke. Etzen FL22 als Flussmittel. Ein fusselfreies Tuch. Lötzinn 0,3 mm. Verbleit natürlich. Eine Lötspitze brauchen wir hier auf dem Ersa Icon Lötkolben, die 1,3 mm abgeschrägte. Ich glaube 45 Grad abgeschrägt. Etwas Isopropanol zum Reinigen brauchen wir. Und eine 5 mm Düse. Kann abgeschrägt sein, kann aber auch gerade sein, je nachdem was ihr habt. Die Dicke ist ausreichend. Die muss nicht größer sein. Ja, das soll es mit den Hilfsmitteln gewesen sein. Wir sehen uns dann gleich wieder beim Befestigen. Da braucht ihr noch Kapton natürlich, Klebeband ein bisschen und ganz normalen Tesa oder irgendwas, um das Display auf der Platte zu fixieren. Jetzt haben wir das Ganze schon fixiert. Oben habe ich jetzt Kapton genommen und unten auch, aber das ist egal. Ihr braucht nur am Display-Flexkabel das Kapton. Da ist wirklich wichtig, dass die Hitze ein bisschen abgeschirmt wird. Drunter legt ihr euch das IC-Samo, damit die unteren Konnektoren geschützt werden. Wir löten jetzt hier speziell den Konnektor J2401, der für den Touch zuständig ist. Da laufen die ganzen Datenleitungen von Sage und Mason rein. Die unteren kann man genauso löten. Der für den Home-Button, nicht für den Home-Button, ich meine für den, doch natürlich für den Home-Button ist nicht so kritisch, den kann man austauschen. Und das Kamera-Flex-Kabel sollte man auch nicht löten, das lohnt sich ja gar nicht, das tauscht man im Ganzen. Ja, was gibt's noch zu berichten? Ihr könnt euch dann oben noch ein bisschen eine Abschirmung machen, dass es nicht zu heiß wird. Unten ein bisschen Luft lassen. Das ist aber ganz normal gegeben durch das IC-Samo. Jetzt schwenken wir mal rüber zum Mikroskop. Hier haben wir jetzt den kompletten Konnektor, der übrigens nicht sehr sauber gelötet wurde. Man sieht es an den Ecken. Da fallen mir die Lötungen nicht so. Das ist aber vom Hersteller. Das ist irgendein Fremdfabrikat. Das Display ist kein Original gelötet. Und wir machen das jetzt mal in schön. Zuerst tragen wir natürlich wieder Flussmittel auf. Das Etzin, das habe ich in so einem Handspender. Das gibt es von der Firma Metcal und so. Wer das mal haben will, fragt da den Herrn Fink von der Firma SmartTech. Das ist nicht allzu teuer, aber zum Dosieren gar nicht schlecht. So. Schritt 2 ist jetzt das Flussmittel ein bisschen erwärmen. Wir sind jetzt bei 260 Grad. Warum erwärmen wir gar nicht? Der ganze Lötprozess passiert mit 260 Grad. Also aus- und einlöten. Flussmittel verteilen, dass es überall schön flüssig ist und überall hinkommt. Jetzt habe ich hier am Anfang den Fehler gemacht und habe es auf 240 eingestellt gehabt. Das habe ich dann aber erst ein bisschen später gemerkt. Da löst sich natürlich noch nichts oder man muss ewig lang draufbleiben. Das verbleite Lot hat einen Schmelzpunkt von ca. 218 Grad. Und man muss natürlich mit der Heißluft immer ein bisschen höher fahren, denn je nach Abstand kommt die gar nicht so heiß da unten an. Es kommt auch immer auf die Station drauf an. Die eine schafft es besser und die andere schafft es nicht so gut. Ihr könnt es überprüfen, indem ihr einen Temperaturfühler vorne 5 mm oder 10 mm vor die Spitze
ranhaltet und dann mal schaut, was kommt da raus. Und dementsprechend stellt ihr eure Station ein. So, jetzt habe ich es auf 260 Grad und wir machen weiter. Einfach schön hin und her fahren. Der Abstand ist so, ja, würde ich sagen, geschätzt 6, 7 Millimeter. Und ihr seht schon, es löst sich schon, immer nur leicht antippen und dann runterschieben, das Ganze. Das war es, weg mit der Heißluft. Und wir haben, ohne ein Pad zu verlieren oder irgendwelche Isolationsstrecken zu beschädigen, das jetzt sauber ausgelötet. Jetzt geht's ans Entlöten. Das machen wir wieder mit unserer Entlötlitze, die vorher natürlich etwas mit Flussmittel tränken. Die sollte man nicht direkt ohne Flussmittel verwenden. Auf den Lötkolben jetzt auch ein bisschen Lötzinn drauf, damit man eine Wärmebrücke hat. Und dann erst ein bisschen auf die Entlötlitze noch gar nicht andrucken, damit die mal heiß wird. Und dann mit ganz wenig Druck arbeiten und ganz langsam, ohne den Lötkolben abzusetzen, von links nach rechts oder rechts nach links, wie ihr das am liebsten macht, ganz langsam ziehen. Nicht zu lange an den Pads bleiben, aber auch nicht zu kurz, sonst zieht ihr euch die runter. Das war jetzt der Entlötprozess. Dann nehmen wir nochmal den Connector, gucken uns den an, der sieht auch sauber aus. Das ist jetzt kein neuer, den ich einlöte, ich löte einfach den alten wieder ein. Ich habe nämlich für das Modell gerade keine neuen da. Jetzt nehmen wir uns unser fusselfreies Tuch her, mit ein bisschen IPA drauf, also Isopropanol. Das kann auch in dem Fall Ethanol sein. Mit Aceton würde ich jetzt nicht hier an die Display-Konnektoren gehen. Da weiß ich nicht, wie die Isolation da, dieser Lack da drauf reagiert. Ganz normales IPA. Ihr seht, der geht auch schnell wieder weg. Saubere Lötstellen sind das A und O. Wer Dreck oder Fett auf den Lötstellen hat, der wird sich wundern, da geht dann nicht sehr viel oder das, selbst mit Flussmittel nimmt dann das Lötzinn, aber das Patty Löt, das Lötzinn nicht richtig gut an. So, weiter geht's, Kamera ein bisschen neu einstellen. Wenn es jetzt hier arg wackelt und zittert, das ist meinem Boden geschuldet, das ist ein Holzboden hier in der Werkstatt aktuell. Das wird aber sich bald ändern, da wird er umziehen, da wird er auf den Massivboden. So, jetzt das Einlöten, wieder Flussmittel auftragen. Und dann nehmen wir den Lötkolben und verzinnen den wieder etwas mit dem bleihaltigen Lot. Ich habe es jetzt mal versucht, habe es aber nicht getroffen. Unter dem Mikroskop ist es immer ein bisschen schwierig. Da habe ich es außerhalb gemacht, da sehe ich es besser. So. Und jetzt bekommt automatisch jedes Pad ein bisschen Lötzinn ab. Das macht er ein, zwei Mal. Vielleicht pro Pad-Ebene tut er euch da ein bisschen neues Lötzinn wieder drauf. Und zur Not noch ein bisschen Flux nehmen. Da heißt ja die Devise, viel hilft viel in dem Fall. Somit verschmiert euch das Lötzinn nicht, ihr brückt keine Pads. Es bleibt wirklich nur da hängen, wo es hängen bleiben soll. Wenn irgendwas noch unsauber aussieht oder ihr zu wenig irgendwo drauf habt, einfach nochmal drüber fahren. Das Ganze solltet ihr auch mit wenig Druck machen und nicht zu oft, denn sonst kann es euch ein Pad weglupfen. Wenn ihr dann zufrieden seid, gibt es eigentlich nur noch eins, den Connector positionieren. Jetzt mache ich hier, glaube ich, nochmal. Nein, jetzt soll ich schon den Connector, genau. Das ist immer ein kleines Zitterspiel, bis der richtig sitzt. Denn das Flux wird jetzt wieder kalt und so ein bisschen geleeartig. Und kann es manchmal sein, er bleibt an einer Seite ein bisschen kleben.
Und da müsst ihr jetzt halt die Geduld haben und den schön sauber positionieren, damit er nicht überlappt. Das ist aber alles eine reine Übungssache. Gute Pinzetten sind hier natürlich immer von Vorteil. Nicht die ganz billigen kaufen, die vorne dann auseinanderklaffen mit der Zeit. Oder gar nicht überlappen vorne, dass sie sich gar nicht treffen. Das gibt es oft genug, da ärgert mich das. Man sich dann bloß, also lieber bei Pinzetten ein bisschen die hochwertigeren nehmen. So, wenn er gut positioniert ist, dann nehmen wir wieder die Heißluft, die bleibt wieder auf 260 Grad und Luftstrom ist so bei mir 25%. Ich rechne das mal um, was das dann in Liter pro Minute ist. Und jetzt einfach genau beobachten, wann schmilzt das Lötzinn auf. Wie verbindet sich es mit den Pads? Und auch hier gilt, nicht zu oft hin und her fahren. Das war's jetzt schon. Abkühlen lassen kurz. Geht auf der Aluplatte ganz schnell, aber trotzdem ein bisschen Zeit geben dem Ganzen. Jetzt gehen wir mal näher ran. Es ist jetzt schon, sagen wir mal, zu 90% gut. Man könnte ein bisschen mehr Flussmittel und ein bisschen mehr, naja, nicht mehr Flussmittel, sondern ein bisschen mehr Lötzinn nehmen. Es hat aber überall Kontakt. Es war jetzt nur eine Lötung auf die Schnalle. Ungeschnitten und ungeschönt das Ganze. Auch die Audiokommentare mache ich jetzt nicht ewig, bis das alles passt. Einfach ganz schnell auf die Schnalle hier. Eine Lötung gezeigt, denn ihr sollt auch die Fehler sehen, ihr sollt auch sehen, was man dann noch besser machen kann. Jetzt nehmen wir einen Pinsel mit ein bisschen IPA und reinigen das Ganze. Auch hier wieder nicht zu stark aufdrücken. Konnektoren sind relativ empfindlich. Das sind übrigens Pinsel mit synthetischen Borsten. Es gibt auch welche mit Naturborsten, aber die fallen zu schnell aus. Die Synthetik sind echt gut. Kosten auch nicht die Welt. Jetzt mit einem Tuch oder das Ganze abtupfen, damit das Flussmittel aufnimmt. Mit der Heißluft, das ist die Restkühle, was die entwickelt. Die kühlt sich bis 100 Grad noch runter. Habe ich es kurz noch trocken geföhnt. So, und jetzt sind wir hier schon fertig. Wir bauen das Ganze jetzt wieder zurück. Da schneide ich jetzt aber ein bisschen, denn ich kann nicht die Kamera freihändig halten und die Display-Flex-Kabel verbinden. Da müsste man jetzt einfach glauben, dass das das Display ist. Es geht auch wieder an. Und wir warten jetzt, bis wir den Touch bedienen können. Dann sehen wir gleich, ob wir Erfolg gehabt haben oder nicht. Also angehen sollte es auf jeden Fall, denn am Display Flex haben wir ja nichts gemacht. Wir warten noch kurz. Da sind wir und jetzt geht's los. Probieren. Touch reagiert. Oben, unten, links, rechts. Sieht gut aus. Ja, das war's eigentlich schon von meiner Seite aus. Ich blende euch noch die Werte ein, mit was ich gelötet habe. Schreibt es auch noch in die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, wie immer im Forum stellen. Das nächste Video folgt dann irgendwann, wenn ihr dann mal wieder irgendwelche Aufgaben für mich habt, was euch interessiert. Ich bin der Marco. Das war das Video Konnektoren löten auf dem Display. Und wünsche euch viel Spaß beim Löten und wir hören und sehen voneinander. Macht's gut. Ciao.